Patienten mit einem Herzklappenfehler, beispielsweise Aortenklappenstenose oder Mitralklappeninsuffizienz, leiden sehr häufig unter Luftnot. Das heißt, Patienten belasten sich und kommen an ihre Belastungsgrenze durch eine schwere Atemnot. Weitere Symptome sind beispielsweise die Brustenge, Angina pectoris, oder auch das Auftreten von Herzrhythmusstörungen, Herzstolpern, Herzrasen bzw. auch der Bewusstseinsverlust mit einem Kollapsereignis. Herzklappenerkrankungen werden in der Regel durch Herzultraschall diagnostiziert. Die sogenannte Echokardiographie wird durch die Brust durchgeführt und bei speziellen Fragestellungen auch gelegentlich über die Speiseröhre. Herzklappenerkrankungen werden in der Regel mit einem Herzchirurgen, einem Kardiologen und einem in der Kardiochirurgie sehr ausgewiesenen Narkosearzt besprochen, im sogenannten Herzteam. Dieses Herzteam entscheidet sich dann für einerseits die medikamentöse oder die interventionelle, also katheterbasierte oder die konventionell operative Versorgung der Herzklappenerkrankung mittels Herz-OP.